Tschüss. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Willkommen zu FIFA 20 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zur 20 Uhr FIFA Mobile Folge. Zur besten Zeit des Tages. Obwohl heute um 21 Uhr ist auch eine geile Zeit. Barcelona gegen den FC Bayern München. Neue Champions League Spiel. Ich freue mich sowas von auf dieses Spiel. Schreibt mir mal eure Tipps unten rein in die Kommentare. Was denkt ihr? Wie werden die Bayern spielen? Werden die Bayern gewinnen? Wird Barcelona gewinnen? Geht's ins Elfmeterschießen? Geht's in die Verlängerung? Unten eure Meinung in die Kommentare. Und heute geht es hier in dieser 20 Uhr Folge auch richtig ab, ne? Ihr habt ja gestern hoffentlich den FIFA Mobile Livestream, die meisten zumindest, verfolgt. Wir haben uns so drauf geeinigt, dass ich hier heute diese Angebote hole. Also nicht alle, sondern bis Gold Spezial 3. Wir probieren unser Glück. Vielleicht habe ich ja heute schon einen Goldspieler mit am Start. Morgen am Samstag in der 20 Uhr Folge, wo ich übrigens nochmal live bin. Ich bin morgen früh live, also wenn ihr euch morgen, ihr müsst euch nicht mal einen Wecker stellen, wenn ihr morgen früh aufwacht, keine Ahnung, um 10, um 11. Ich bin nämlich ab 11 Uhr frühs live mit der Hertha BSC Trainerkarriere, Leute. Ich freue mich sowas von, wieso habe ich das nicht schon früher gemacht? Hertha BSC live die Karriere zu zocken. Live macht das irgendwie viel, viel, viel mehr Spaß, finde ich. So, als erstes, Leute, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe gestern im Livestream Division Rivals, also das Play of the Month Turnier, verkackt. Ich hatte noch zwei Spiele übrig, ich habe mir die Spiele extra aufbewahrt, habe aber dann im Livestream vergessen, das Play of the Month Turnier noch zu spielen. Lost, Leute, dafür einfach auch alle mal Lost, die Mosti. Drei Elite-Spieler kriege ich jetzt, 60 Play of the Month Token. Ich weiß nicht, ob die reichen, um dann nächstes Mal sofort den Spieler abholen zu können. Ich weiß es nicht. Ich hole mir auf jeden Fall jetzt das Pack. Let's go. Und wir fragen gleich mal Klinsmann. Ich hoffe, Klinsmann drückt uns die Däumchen, ne, wegen dem Goldspieler gleich. Ich hoffe, dass heute einer dabei ist. 700.000 Münzen schmeckt. 90 habe ich. Das bedeutet, ich kann mir den nächstes Mal nicht sofort holen. Okay, schade. Egal. Hätte ich die 24 Siege gehabt, dann hätte ich 70 Punkte bekommen, hätte ich mir nächstes Mal sofort wiederholen können. Lost, Alter. Dennis, Junge. Was machst du da? Valbuena 82. Als erster Spieler ist das gar nicht so verkehrt. 82, dann haben wir einen 83er Minx und der letzte Spieler ist ein Fabian Delph 86. Ha, eine durchschnittliche Belohnung des Play of the Month Turniers, finde ich. Wo ich auch schon lange nicht mehr reingeschnökert habe in die Vorteilspunkte, da habe ich 3600, mashallah, wenn ich hier unten beim Chemistry Boost lang gehe und oben nochmal. Kann ich jetzt unten schon kaufen? Ich könnte unten schon kaufen, mache ich aber nicht. Ich gehe erst oben lang. Ich kann mir ja sowieso jetzt hier nochmal unten die Bewertung da holen. Bedeutet, ich habe dann hier heute die 150er Gesamtbewertung geknackt, Leute. Und das in der 20 Uhr Folge. Faust in die Facecam. Richtig, richtig, richtig nice. Und wenn heute noch ein Drogba daneben kommt, bin ich noch zufriedener. Stellt euch mal, Leute, ein Pelé und ein Drogba vorne im Sturm. Ich würde dann Ronaldo... Ja, ich würde dann so lange warten, bis man die Spieler auf irgendwie 106, 107 trainieren kann. Und dann würde ich mein Ronaldo in Pelé irgendwie reintrainieren. So würde ich es machen. Mal gucken. Einen Ibrahimovic würde ich auch geil finden. Einen Stevie G würde ich auch geil finden. Also es gibt ein paar geile Goldspieler, die ich, also Gold-Ticket-Spieler, die ich gerne haben wollen würde. So, jetzt sind wir aber da, Leute. Jetzt sind wir da. Seltene Splitter nehme ich auch sehr gerne mit. Hier ein Messi, einen Davis, muss ich sagen, würde ich nicht so fühlen, weil ich habe hinten links einen Roberto Carlos. Özil, ihr habt die... Ah, Özil, Leute. Wenn ich Özil ziehe, an alle, die im Livestream dabei waren, ihr wisst es. Wenn ich Özil ziehe, kaufe ich mir ein Hertha-Trikot, ja moin. Kaufe ich mir ein Arsenal-Trikot und werde meine Formation umstellen und Özil spielen. Ich habe es euch gesagt. Und das werde ich auch durchziehen. Leute, Klinsmann hat mir gerade geflüstert. Ich bekomme heute einen Goldspieler. Gold-Ticket-Spieler. Nicht Cleansy? Cleansy. Alter, unser Cleansy. Ich nehme hier gerade mit dem iPhone auf, Alter. Habe ich noch nie gemacht. Aber iPhone-Qualität beste. Nicht Cleansy? Danke, Klinsmann. Tief durchatmen. Nochmal ein Wasserschlückchen neben mir. Wichtig an solchen heißen Tagen. Viel zu trinken. Abfahrt. Gönn. Oh, ich hab grad gedacht. Ne? Weil da die 1 stand, aber es sind ja jetzt die seltenen Splitterpunkte. Ich hab 110, Alter, Junge. Da kann ich auch nochmal Ränge erhöhen in den nächsten Tagen. Oder morgen oder so. Oh, getrollt. Jetzt wurde ich auch getrollt, Mann. Jetzt wurde ich auch getrollt. Ich hab grad echt gedacht, ich hatte die VIP-Punkte nicht auf dem Schirm.
Hier, dieses Pack, da muss ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit eher 4,9. Das ist schon nicht so wenig. Ein Schmeichel würde ich übrigens, denke ich mal, auch spielen. Stevie G sowas von. Also, hier, Figuera würde ich nicht spielen. Adama Traoré nicht. Forrest nicht. Lefondre nicht. Chetri nicht. Hier, Zuma nicht. Bruno Fernandes nicht. Success nicht. Davis nicht. Eigentlich nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spieler, die ich spielen wollen würde. Und Özil ist so Schrägstrich. Möchte, ist das jetzt nicht so. Also, mal gucken. Ich drücke jetzt drauf, Leute. Abfahrt. Let's go. Gold Spezial 2. Also gerade bei diesem Pack, muss ich sagen, ist mein Puls sehr, sehr hoch. Weil bei den Skillboost-Karten hatten wir schon mal Glück. Bei den Skillboost-Karten hatten wir schon mal Glück. Und ich kann ja sowieso nach vorne skippen bis zum letzten Objekt. Gönn, EA, gönn, gönn, gönn. Nein, es ist keiner dabei. Mann, EA. Mann. So, das letzte Gold-Spezial-Päckchen für heute. 2 Millionen Münzen nehme ich nochmal mit, schmeckt auch. Aber ich hoffe einfach, dass es jetzt hier ein verdammter Spieler wird, Mann. Es kann doch nicht sein, dass ich in keinem dieser Golddingern... Mann, das gibt's doch nicht. Kein Spieler am Start hier. 3 Packs geöffnet. Nix. Nada. Niente. Finito. Nix. Nein, nein, ich hole nicht noch eins. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 19%. Aber wenn ich das Pack öffne, ich habe safe keinen. Und ich möchte jetzt nicht nochmal so viel Free-to-Play-Packs öffnen, Leute. Huch, da muss ich das Packlack einfach bis morgen entspannen. Wie viel darf ich? Ich darf ein 80er-Team haben, ne? Weil jetzt das Wochenendsturnier, Monat 2, will ich endlich mal spielen. Monat 2 hier. Ich kriege ja jetzt die Spieler gratis. Komm, dann holen wir uns. Ich spiele... Komm, ich spiele versus Angriff. Let's go. Ich hoffe, dass ich da geile Bundesligaspieler mit bei habe, weil ich gerne Silberspieler und einen Gori 71. Perfekt, danke dir, Kapi. So, das möchte ich jetzt endlich mal spielen, Leute. Ich habe das noch nie so wirklich gespielt, das Wochenendsturnier. Nur die allererste Woche vor 4 Wochen. Aber dann habe ich das schleifen lassen. Jetzt, ich wollte auch nachgucken, wie viele, ich glaube, 80er-Team darf ich haben, ne? Ne, maximal, wie, 95 darf ich schon haben? Uno momento. Okay, 95 ist stabil. Und 125er Chemistry. Ich habe sowieso immer viel mehr Chemistry. Ätzend. Okay, ich möchte aber hier Piontek spielen. Ich hole mir einen schönen Piontek. Ich möchte die Hertana spielen, Leute. Es gibt da ein paar Hertana, es gibt auch Arne Meyer. Ehrenbruder Arne Meyer. Hole ich mir jetzt. Wartet ab. Wartet ab. Wartet mal ab. So, dann stelle ich ein Teamchen, Bundesliga, Hertha BSC. Und jetzt kann ich eigentlich schon suchen, weil jetzt kommen ja nur die. Rüne Jahrstein, Marvin Plattenhardt. Okay, wir suchen mal, nein, nicht Position. Qualität. Qualität Elite und dann nach den Preis. Gehen wir mal 700k ein. Gucken, wer da alles kommt, ob da nur... Aha, Niklas Stark ist auch am Start hier. Plattenhardt muss safe sein, Leute. Marvin Plattenhardt. Dann holen wir uns noch einen Niklas Stark hier auf trocken. Easy peasy. Und mehr sind jetzt hier nicht am Start. Aber das heißt, ich muss den Preis ganz easy peasy nach oben stellen. Weil ich glaube, Piontek hat 83, wenn mich nicht alles täuscht. Es gibt gar kein Piontek oder was? Doch, da ist er. 83 stelle ich Stürmer noch dazu ein, weil Piontek würde ich schon gerne zocken. Und so wie es ausschaut, muss ich dafür sogar einen ordentlichen Batzen hinlegen. Fast 1 Millionchen. 947k für Ehrenbruder Christoph Piontek. So, gucken, wie, was ich für eine Bewertung habe mit diesen 3 Spielern. Kann man auch irgendwie... Kann ich jetzt eigentlich auch die Wochenendspieler spielen, die... Ich weiß es gar nicht. So, ich hau den rein. Also ich könnte jetzt auch mit dem De Jong noch spielen oder brauche ich die von dem Wochenendsturnier 2? Ich weiß es nicht. Ödegaard. Wenn ja, spiele ich halt auch einen Ödegaard hier. Ich teste es mal aus. ZOM. Luxbacher. Oh, Dardai habe ich gezogen. Geil. Hier, der Sohn von Pal Dardai, Leute. Palko Dardai. Jetzt ist er weg. Ja, moin. Da ist er wieder. 84 Tempo, stabil. Stabiler Typ, der Ball. So, hinten rein, Niklas Stark.
Dann hinten links. Ja, ich habe jetzt schon 98 Plattenart. 100er Team, 167 Chemistry. Das heißt, ich muss das so machen. Dann passt die Chemistry, aber die Gesamtbewertung passt nicht. Dann kommt halt dieser hier, dieser Manu Garcia nochmal weg. Und dann stelle ich hier einen Meier rein. Nicht Arne Meier, einen anderen Meier. Habe ich 99. Ist jetzt auch nicht so geil. 101, guckt euch die Chemie an, Alter. Was soll ich denn dagegen machen? So, und jetzt hier die tauschen vielleicht. Habe ich immer noch 99. Okay, der muss nochmal weg und da muss jetzt ein hier Kane rein. Der gar keinen Boost bekommt. 98, der muss auch nochmal weg. Und da muss auch nochmal so ein... Nee, zu wenig Tempo. Komm, Jin. Habe ich ein 97er Team. Was ist mit Ödegaard, wenn der weggeht und dann ein... Dann habe ich einen 95er, Somas. Und der hat 93 Tempo, aber jetzt habe ich halt nur noch... Wenn ich die wieder tausche... Habe ich 155. Ja, das mit den Chemistry-Punkten ist halt ein kompletter Rotz. No joke. Junge, was soll denn das? Was, wenn ich die tausche? Ja, was... Das ist lächerlich. 132 Chemistry, ich... Jetzt spiele ich mit 88 Chemistry oder was? Und wenn ich dann einen Gegner bekomme mit viel mehr Chemistry, dann habe ich die Arschkarte gezogen oder wie oder was? Ich probiere mal ein Spiel. Also ich muss es auf aktiv machen, das Team. Das feiere ich schon wieder gar nicht. Wieso macht man den Chemistry-Wert nicht einfach auf schon jetzt auf 500 oder so? Ne? Oder auf den Maximal-Chemistry-Wert. Ich weiß gar nicht, wie viel man... Ja, wieso jetzt nicht? Muss deine aktive Aufstellung 11 Spieler aus Monat 2. Oh, jetzt auch noch das. Bedeutet, Monat 2 ist nicht der. Ich muss ja alle ersetzen jetzt hier. Corona muss auch raus. Perfekt. Ätzend. Oh. So, keine Ahnung, wie viele ich jetzt gekauft habe. Ich glaube, ich hoffe genug. Müller habe ich gekauft. Also ich habe nur Bundesliga-Spieler geholt. Wenn ich jetzt mehr Chemistry habe. Aber ich glaube, Chemistry ist ja nur ab Elite. Deswegen soll das eigentlich passen. So, Innenverteidiger hier. Einen Oschipka habe ich einfach geholt. Also einen Innenverteidiger habe ich jetzt nicht geholt. Ich muss ja dann auch auf Dings kommen. Mwene. Kann ich nicht noch dazu einstellen hier. Filtern, Bundesliga. Dann kommen wenigstens nur die, ich die gekauft habe. Hier, Bujelab habe ich dreimal gekauft. Irgendwie nur für 2k war der drauf. Dann habe ich gedacht, hey, Goldspieler für so günstig. Nehme ich mir mal öfters mit. So, dann Sommers muss hier noch weg. Lenzi Menzi. Oh, Lenzi ist eigentlich kacke hier. Sabiri ist viel geiler. So, dann, wenn ich den da hinstelle, habe ich wieder 95 und hier hinten rechts kommt dann ein Straudi von Werder Bremen. Passt. Hier, McMahon, der muss noch weg. Und da kommt ein Philipp rein. Frankenberger und Lenz habe ich auch noch. Okay. Ja, passt das so. Dann, Leute, 82 Chemistry ist immer noch wenig. Ich weiß auch jetzt nicht, wie ich das hochkriegen soll. Aber ich kann ja jetzt mal ein Spiel hier probieren. Let's go. Abfahrt. So, schauen wir mal. Testspiel habt ihr gerade gesehen. Hertha gegen Viktoria Köln. Abfahrt. Let's go. Ich hoffe, dass ich das Spiel gewinne. Und mal gucken, was ich hier für Gegner bekomme. Ne? Wochenendsturnier, Monat 2. 87er Team. Der hat auch einen Bujelab. Okay. Ein Andy Beck hat da hinten rechts. Also da ist mein Team schon viel besser strukturiert und ich habe halt noch eine 8 Gewertungspunkte mehr. Also läuft bei uns. Bundesliga muss ich sagen, fühle ich. Denn deswegen spiele ich jetzt auch hier das Wochenendturnier. Auch an diesem Wochenende zu Ende. Vielleicht morgen nochmal ein bisschen in der 20 Uhr Folge. Christoph Piontek hier. Faust in die Facecam. Christoph Piontek mit dem zweiten. Leute, ich würde sagen, das war's hier für die heutige 20 Uhr Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen Fußballabend. Und wir sehen uns natürlich morgen wieder mit der Hertha BSC Trainerkarriere. Frühst direkt um 11 Uhr bin ich live. Und natürlich abends um 20 Uhr ist dann wieder FIFA Mobile am Start für euch. Die 20 Uhr FIFA Mobile Folge. Ich bedanke mich. Wir sehen uns. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüssi. Dadai. Dadai. Batz.